Heidi, hallo meine Amigos und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video von mir und zwar von unserem Server Ragnarok. Da hat einer der Admins, und zwar der Dark Shadow, sich ausgesponnen mit so einem Manga, und zwar das Ding ist von einem Anime und heißt Space Battleship Yamato. Das hat er weit nachgebaut, soweit Wildcard mitspielt, und da schauen wir uns gemeinsam an. Ich bin gerade hier gespawnt, habe das Ding vor mir gesehen und habe das Video gestartet, also ich habe es mir noch nicht näher betrachtet, nämlich das hier. Ja, also wir werden uns ganz langsam nähern, Leute. Wie viel Arbeit da drin steckt, Leute. Checkt mal das Teil ab. Das ist Wahnsinn. Also der Dark Shadow, er hat's gut drauf, ne, der René? Also der kann schon. Wahnsinn, gönnt euch mal das Ding. Mit Kanonen, Bibabu, alles dran. Alles dran. Wir können echt nicht schneller ran, weil wenn wir schneller rangehen, haben wir einen C-Fehler. 100 Pro. Ich will es gar nicht ausprobieren. Schau mal das Teil an. Wir schauen uns das von vorne an und dann schauen wir, ob wir irgendwie rankommen. Ein Stück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ausgebaut hat, weil sonst. Nee. Das würde der Server permanent crashen. Schau mal, das ist so lang. Man ist bei weitem nicht vorne und hinten fängt es schon an, die Strukturen aufzulösen. Also das Ding ist riesig, ne? Wir müssen uns das von vorne anschauen, dass man sehen, was er da mit diesen Klonkammern im Gang hat. Wir müssen das echt von vorne sehen. Auf jeden Fall ist es irgend so ein Luftschiff von einem Anime. Ich bin nicht wirklich belesen mit Animes. Ich kann auch da dazu nichts sagen, Leute. Ich kann auch da echt nichts sagen. Aber es ist natürlich eine krasse Leistung, auf PlayStation ohne Mods so ein Ding zu bauen, ne? Leute, das ist auf jeden Fall krass. Alter Falter, schau mal da rein. Das sieht ja mal ganz anders aus, oder? Wow. Wow. Ja, moin, Leute. Gönnt euch mal das Teil. Kanonen, alles am Schlüssel. Okay, wir können da ein bisschen Gas geben, weil bis dahin haben wir geladen. Kommen wir da durch, oder ist das eigentlich gesperrt, oder? Ist gesperrt. Okay, passt. Da unten, das sieht aber auch geil aus. Ich habe da was gesehen. Okay, das hat von oben ein bisschen gescheint. Scheint jetzt nicht mehr. Okay, passt. Dann gehen wir an Bord, und zwar da. Was ist da unten? Nee, nur Beleuchtung. Wir müssen das in der Nacht auch noch anschauen, Leute. Wir müssen uns das in der Nacht auch noch anschauen. Alter, auf jeden Fall massives Teil. Schaut mal das Ding an, Leute. Wahnsinn. Wahnsinn, was ein paar Leute so bauen, ne? Mega. Wie hat denn die Ding gemacht? Mit Stromleitungen, oder? Oder Wasserleitungen? Wasserleitungen? Könnte sein. Sieht auf jeden Fall krass aus. Alter, schau mal hier auch so, wie so ein Kühlaggregat, ne? Schön alles am Rauchen, also wow. Wow, 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 wow. Krass. Richtig krass. So Laserkanone oder was da. Ja, sag ja, Anime und ich, wir sind keine Freunde. Das ist einfach eine andere Generation gewesen. Ihr müsst denken, ich bin ja schon sehr ein ganz alter Mann. Bei mir hat es noch sowas wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, andere Sachen gegeben. Anime ist auf jeden Fall nicht, ne? Und, aber das, Leute, das ist schon echt heftig, oder? Das ist mal so ein Sternengruser. Wow. Krasse Sache. Auch mit der Beleuchtung, alles finde ich extrem geil. Finde ich echt extrem geil. Schau mal die Dinger an. Kann das? Alter, das wäre was auf dem BVB-Server, ne? Denk mal, mit dem Teil auf dem BVB-Server, da könnte man sich rausspinnen. Alter, was das für Ausmaße hat. Was, schau mal an. In Reih und Glied stehen sie da. Auch schön mit dem Wasserspeicher und alles. Da alles so Grills reingebaut, Industriegrille. Man kann auch ohne Mods echt mit ein bisschen Fantasie echt gute Sachen erreichen, ne? Schau, die ganzen Schmelzen am Laufen, das richtig am Dampfen ist. Echt geil umgesetzt, Leute. Echt wirklich, wirklich geil umgesetzt. Wahnsinn.
Wahnsinn, wie geil er das umgesetzt hat. Schau mal an. Und er hat es gemacht mit Wasserleitungen. Sollten Wasserleitungen sein. Wahnsinn. Die Antennen oder was auch. Der Kuckuck, was das ist. Ich glaube, Antennen so, ne? Empfangsmäßig. 5G ist da. Und ja, geil. Also überhaupt Violett und Metall oder Tech, das passt einfach bei Alk. Das hat so richtig einen knalligen Effekt. Und hinten noch das Ruder. Das Ruder vom Luder. Und da gibt es noch die Popelze. Und da liegt er auch. Da liegt er. Der Dark Shadow. Er lässt sich grillen. Alter, geil, oder? Schau mal an. Leute, wirklich, wirklich toll gebaut. Ich gehe mal kurz in den Ghost Mode. Ich will mal innen drin reinschauen. Ihr kennt mich. So, wir sind im Ghost Mode und rup, tauchen rein. Alter, schau doch mal die Halle an. Ja, moin. Ja, wenn sonst nichts ist. Was für ein Oschi! Was für ein Oschi! Kannst ja niemanden antun! Rauf, Kommandozentrale! Es ist nichts eingerichtet. Dachte mir, es sind ja so schon viel zu viele Strukturen. Aber es ist mega geil. Wir sind jetzt da Kommando. Heini, warte mal, wo ist denn das? Das oberste vom obersten. Hier! Da ist die Kommandozentrale. Denk mal, du bist auf dieser flotten Ding drauf, ne? Und krasse Sache, Leute. Mega krasse Sache. Das Ding kann was. Und jetzt ab in die Nacht. Okay, wir haben die Nacht, Leute. Wir haben die Nacht. Ihr seht, das Deckzeug leuchtet einfach schön. Das passt einfach, ne? Aber sonst hat das mit der Beleuchtung nicht übertrieben. Da oben ein bisschen grün. Aber sonst hat es echt dezent gehalten. Natürlich die ganzen Turrets und alles, das leuchtet das Zeug. Wir wollen noch mal kurz zur Düse schauen. Alter, nee, das ist nicht gut, wenn wir so schnell fliegen. Ups, langsam fliegen. Sind das für Kristalle unter Wasser, Leute? Sind die neu? Wir sind da Fragenrock. Sind die neu? Hä? Was machen hier so Kristalle? Ragnarok! Kennt ihr die? Komisch. Auf jeden Fall, ja. Das Popperzahl. Aber Leute, das ist schon wieder so Next Level Shit, oder? Das ist so schnell. Das ist schon wieder so richtiger Next Level Shit. Also das zu bauen, da braucht man Zeit und verdammt gute Nerven. Sonst baust du sowas nicht. Ich habe riesen Respekt an Leute, was sowas bauen. Egal, ob das jetzt der Dark Shadow ist, ob das der Dark Shadow Wolf ist, ob das der Udo ist, ob das der Rico ist. Egal, wer das ist. Leute, riesen Respekt von meiner Seite, weil ihr seid der Hammer. Das ist richtig, richtig nice. In der Nacht nicht so spektakulär. Dafür unterm Tag umso krasser. Schaut mal das an. Also man bekommt das auch gar nicht unter einmal rauf, ne? Man bekommt das nicht unter einmal gewaffelt, ne? Das geht nicht. Ich glaube, wenn man irgendwo in der Mitte ist, dass man alles sieht. Das Problem ist einfach, hier ein Thumbnail zu finden, ne? Wahnsinn! Also, riesen Respekt, Leute. Richtig geil gebaut. Der Gude hat auch einen YouTube-Kanal. Video ist unten verlinkt, in der Video-Info. Der Kanal ist auch irgendwo verlinkt, am Ende oder so. Leute, schaut euch an, wie er es vorgestellt hat. Was er dazu zu sagen hat oder einfach nur ein Video gemacht hat. Schaut es euch an, Leute. Es ist verlinkt. Gönnt euch. Lasst ein Like da. Und jetzt hau ich mich raus, Leute. Es ist Wahnsinn. Geil gebaut. Respekt von mir. Es war mir eine Ehre. Harvey.